So, liebe Leute, haltet euch alle fest. Ich habe die Spoiler zum One Piece Kapitel 1056. Und ja, es stimmt wirklich. Buggy hat Monster wie Mihawk und Crocodile unter sich. Und er führt die wohl größte und stärkste Piratenallianz an. Was ihn auch den Kaisertitel verschafft hat. Ich habe alle bis zum jetzigen Zeitpunkt verfügbaren Spoiler für euch, die ich euch gleich um die Ohren hau. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Wie wir schon wussten, nächste Woche ist Pause. Ich habe die Spoiler natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Es sind einige Spoiler, aber noch nicht die detaillierten. Und ich glaube, die kommen noch. Und da sind einige Infos halt über dieses Buggy, Mihawk, Crocodile, über diese riesen Piratenallianz, sind da nochmal drinne. Und es war zu erwarten, ich habe es im letzten Stream auch erwähnt, dass jetzt ein Buggy-Chapter kommt, weil Buggy, wie gesagt, am 8.8. Geburtstag hat. Das ist jetzt um und bei dem Release des Chapters. Und das würde sich Oda niemals entgehen lassen. Das Chapter heißt Cross Guild. Also wirklich wie Gilde. Und es ist wirklich absolut geil, Leute. Ein Schwenker-Chapter. Ich dreh durch. Denn anscheinend wird diese ganze Organisation von Buggy Cross Guild genannt. Also die Gruppierung von Buggy. Und Crocodile und Mihawk sollen ein Teil davon sein. Das steht hier. Und darüber reden wir gleich nochmal. Dieser Satz, dass Crocodile und Buggy davon ein Teil sind. Das kann man nicht einfach so einfach vorlesen. Buggy ist auf jeden Fall in der Lage, Kopfgelder auf Marine-Leute zu setzen. Also er packt wirklich auf Marine-Leute. Ich weiß nicht, ob es Vizeadmirale sind oder auf wen sonst. Also keine Ahnung. Auf irgendwelche Marine-Angestellte legt Buggy Kopfgelder. Also ich frage mich wirklich, wie ist er in diese Position gekommen? Also, er hat so ein bisschen das gleiche, was Ruffy hat, was ja auch Mihawk meinte, dass es erschreckend ist, oder dass die gefährlichste Fähigkeit in der neuen Welt, sich schnell und viele Verbündete zu machen, was Ruffy hat. Aber Buggy hat genau dasselbe. Buggy kann sich auch schnell Verbündete machen. Zwar auf eine andere Art und Weise, wie Ruffy es tut, aber er hat genau das gleiche. Darüber reden wir gleich noch. Wir kriegen auch in dem Chapter selbst Wano Kuni zu sehen, auch zum größten Teil. Und zwar erfahren wir, dass Nekomamushi und Inuarashi, die zwei Mink-Anführer, in Wano Kuni bleiben. Und sie ernennen Carrot so mäßig als Anführerin der Minks, die jetzt so ein bisschen die Minks anführen soll. Carrot, was jetzt endgültig dafür sorgen sollte, dass die Mäuler gestopft sind von den Leuten, die immer schreien, Carrot in die Crew, Carrot kommt doch in die Crew, Leute, es ist jetzt vorbei. Für mich war es schon vorbei, nachdem Yamato mehr oder weniger schon um Beitritt gefragt hat, aber Carrot wurde jetzt verdonnert, dort zu bleiben und die Minks anzuführen, okay. Und Shinobu ist auf einmal wieder hübsch. Die war ja damals hübsch, ist dann irgendwie aus dem Leim gegangen und ist jetzt wohl dank Green Bulls Attacken wieder hübsch. Also da frage ich mich wirklich, hä, wie soll das funktionieren? Kann Green Bull, kann Aramaki einfach irgendwelche Leute, die hässlich sind, hübsch machen? Oder ich verstehe es nicht, Leute, das ist auf jeden Fall geisteskrank, was für Auswirkungen dieser ganze Green Bull Kram hat. Ich glaube auch, wir sehen das hier in dem Chapter selbst, wie schön die Vegetation, die Natur geworden ist. So, und gleich kommen noch unconfirmed Spoilers, aber vorerst am Ende des Chapters, der Cliffhanger des Chapters ist, dass wir Yamato sehen auf dem Dach des Schlosses, auf dem Dach in der Blue Mob Shot bei dem Schloss. So, und jetzt kommen Spoiler, die sind nicht confirmed, also es kann sein, dass die Quatsch sind, aber die haben sich in der Vergangenheit auch schon als wahr herausgestellt. Und eine Sache, die stimmt, die ist zwar noch nicht confirmed, aber da bin ich mir schon 100% sicher. In der Cover Story sehen wir Katakuri, das haben mehrere Leaker auch schon gepostet, ein Katakuri-Bild. Und wo soll Katakuri dann auftauchen? In diesem Chapter. Wahrscheinlich nicht bei der großen Gilde von Buggy, sondern auf der Coverpage. Und das steht hier auch so in den Spoilern, dass Katakuri und Oven gegen die Germa kämpfen auf der Coverpage. Also, wir sehen Katakuri. Wir sehen Katakuri, was er gerade macht, wo er gerade ist, wie er gerade aussieht, ob er seinen Schal noch trägt oder ob er jetzt zu seinem Mund steht. Da bin ich echt gespannt. Es wäre interessant mal zu sehen, ob er vielleicht so ein bisschen daraus gelernt hat oder so, zu sich zu stehen. Und jetzt kommt's, haltet euch alle fest, wenn das wirklich stimmt, wäre das wirklich geisteskrank. Ein Satz hier in den unconfirmten Spoilern ist, dass wir die Strohhüte sehen, wie sie Wano Kuni verlassen in diesem Chapter. Und es haben auch mehrere Leaker schon ein Bild von der Sunny gepostet, so als Hinweis. Also ich dachte erstmal, es ist einfach nur, dass wir als Manga-Leser jetzt wieder sehen, okay, die Sunny ist da, die Sunny ist unversehrt, so, Franky kümmert sich vielleicht ein bisschen darum. Und wir haben hier auch die Info, dass Karibu sich auf der Sunny versteckt haben soll. Der war ja den ganzen Krieg da auf Onigashima gar nicht da. Wir haben uns alle gefragt, wo ist denn der? Der hat ja noch mehr oder weniger gebettelt, dass er da mitkämpfen darf, beziehungsweise aufs Udon rauskommt und alles. Und jetzt hat er sich einfach versteckt auf der Sunny. Und ich frage mich wirklich, ob die Strohhüte jetzt schon Wano verlassen. Warum steht denn Yamato noch auf dem Dach? Yamato müsste ja noch einmal so mäßig die Bestätigung von Ruffy haben, dass sie beitreten kann. Sie hat ja schon die Strohhüte gefragt. Jimbei meinte dann, stopp, wir können es hier nicht einfach sagen, dass du mitsegelst. Du musst Ruffy fragen. Und Ruffy hat ja nichts dagegen. Ruffy würde sowieso ja sagen. Deswegen frage ich mich, was jetzt hier die Situation ist. Das Einzige, was wir wissen, was bestätigt ist, ist, dass sie am Ende des Chapters oben auf dem Dach des Schlosses steht. Und vielleicht kriegen wir genau sowas, dass die Strohhüte auf der Sunny sind, dass sie sich verabschieden, dass sie wegsegeln und sie, genau wie Oden noch, hinter Whitebeard hinterher rennt. Also, dass das
dass Yamato einfach wie eine Geisteskranke durch ganz Wano rennt und dann auch noch auf dem letzten Drücker so mäßig sich an der Sunny festhält oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Genau so ein Oden-Throwback wieder. Das wäre auf jeden Fall heftig. Aber lass uns mal kurz über die Situation mit Buggy reden, Leute. Ich komme da drauf nicht klar, aber so ist er auf jeden Fall Kaiser geworden, dass er solche Bestien unter sich schart, wie Mihawk. Mihawk, der wirklich auf Shanks-Level ist. Das ist ja auch gerade wieder die Debatte, dass Leute sagen, ja okay, Shanks ist viel krasser als Mihawk. Wie konnte der stärkste Schwertkämpfer werden? Aber Leute, die legendären Kämpfe von Mihawk und Shanks. Mihawk hat eine schwarze Klinge. Er hat die stärkste Klinge. Er ist der stärkste Schwertkämpfer. Er ist überkrass. Und er ist jetzt einfach ein Teil von Buggys Organisation, weil halt die 7 Samurai der Meere abgeschafft wurden. Und ich frage mich wirklich, wie ist die Situation ausgegangen? Denn alle 7 Samurai der Meere wurden mehr oder weniger umzingelt von der Marine und der neuen Erfindung von Vegapunk, die ja so gefährlich ist. Da frage ich mich, wie ist Buggy da rausgekommen aus dieser Situation? Und wie ist Mihawk da rausgekommen? Mihawk hat es ja irgendwie geschafft, die dann in die Flucht zu schlagen und ist dann direkt losgesegelt, mehr oder weniger, dann zu Buggy. Aber warum? Weil es vielleicht heißt, okay, alle verfolgten Piraten oder alle 7 Samurai, die gerade verfolgt werden oder vielleicht auch sogar strugglen gegen die neue Erfindung von Vegapunk, verbünden sich und suchen Zuflucht bei Buggy. Und Crocodile, Leute, Crocodile ist auch da. Dann ist höchstwahrscheinlich auch Mr. Wonder. Ich bin gespannt, wer noch alles da ist. Es sind höchstwahrscheinlich noch andere Leute da. Leute wie Boa Hancock zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch dorthin gesegelt ist, nachdem sie verfolgt wurde. Ich habe eigentlich gedacht, dass Edward Weeble auch noch jemand ist, der da ist, aber die Bestätigung haben wir hier noch nicht. Und es reicht ja eigentlich schon Mihawk. Mihawk ist auf Kaiser-Level. Das ist immer meine Meinung gewesen. Der ist auf dem Level von Shanks, stärketechnisch, und deswegen kann ich es mir auch nicht anders vorstellen, dass jetzt Buggy wirklich auch die Stärke einer Kaiser-Crew hatte. Also Buggy selber natürlich nicht die Stärke eines Kaisers, aber die Crew als solches hat die Stärke einer Kaiser-Crew. Das kann man nicht anders sagen, wenn da Leute wie Mihawk jetzt unter Buggy wirklich sind. Das ist halt wirklich so geisteskrank und ich bin wirklich gespannt, wer noch dabei ist. Wir sehen die ganze Organisation in diesem Chapter, deswegen abwarten, Leute. Und ob die Strohhüte jetzt Wano verlassen, also ich würde das ein bisschen früh finden, wenn sie in diesem Chapter schon wirklich lossegeln. Also es fehlt ja noch wirklich, ein paar Sachen fehlen noch. Also Zoro muss die ganze Sache noch klären. Eigentlich erwarte ich auch, dass das Kitetsu nochmal gegen das Neue ausgetauscht wird, das der dritten Generation gegen das der zweiten. Was ist jetzt mit dem Enma? Das muss auch nochmal kurz angesprochen werden hier und da, ob der das Enma jetzt mitnehmen darf. Eigentlich muss Zoro nochmal nach Ringo, aber es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es ist halt auch nicht in Stein gemeißelt. Das darf man auch nicht einfach so sagen. So, und haben sie das Roadporn-Glyph jetzt mehr oder weniger kopiert? Haben sie das jetzt? Das wissen wir auch noch nicht. Und wie ist die Situation mit Pluton? Hat jetzt Robin und Law, haben die mit den Leuten geredet? Sind die überhaupt schon da? Weil das sind Situationen, die kann man nicht einfach so offen stehen lassen. Diese Pluton-Situation, dass Pluton da unten ist und so, das muss angesprochen werden. Und auch das mit den Grenzen öffnen, wann und wie, das muss auch eigentlich nochmal geklärt werden. Plus, es muss nochmal die Zeitung thematisiert werden und eigentlich brauchen wir auch noch die Kopfgelder von Zorro und den anderen Strohhüten. Was theoretisch auch jetzt in der nächsten Zeitung irgendwie mit drin sein könnte. Also, das muss jetzt nicht auf Wano noch passieren mit den Kopfgeldern. Aber trotzdem, einige Sachen gibt es auf Wano, die noch geschehen müssen. Und genau jetzt sind noch weitere Spoiler reingekommen gerade. Jetzt gerade während der Aufnahme. Alle, die bis jetzt noch zuhören, die haben jetzt noch die Info. Und zwar, Yamato rennt wirklich am Ende hinter dem Strohhutschiff hinterher angeblich, weil sie Wano verlassen und sie will wirklich fragen, ob sie beitreten kann. Also genau das, was ich hier schon erzählt habe, passiert wohl wirklich. Also steht hier in den Spoilern. Leute, die verlassen jetzt Wano? Moment mal, das ist ja viel zu krass. Das ist ja fast schon wieder ein eigenes Video, werde ich jetzt vor. Wenn sie wirklich Wano verlassen, wieso reden die nicht? Was jetzt mit Pluton? Ich will Infos, Leute. Die waren doch da unten. Ist jetzt wirklich Robin schon auf dem Schiff? Was ist mit Law? Ist er jetzt bei seinem U-Boot? Ist er an der Küste und winkt auch jetzt den Strohhüten hinterher? Leute, ich habe viele Fragen. Wir werden sehen. Wenn die erweiterten Spoiler kommen, werde ich safe nochmal ein Video machen. Wenn da viele krasse Infos sind, auf jeden Fall. Ansonsten hören wir uns bei der Review. Es ist auf jeden Fall geisteskrank, Leute. Ihr merkt schon, was gerade abgeht. In der Welt wirkliches Chaos mit dieser Buggy-Riesenallianz da, wenn da Leute wie Mihawk sind. Und die Mihawk-Fans werden sich aufregen wahrscheinlich, weil er sich Buggy unterordnet, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, der wird sich nicht Buggy unterordnen. Der ist da einfach, um Zuflucht zu suchen, einfach weil er keinen Bock hat auf das Generve von der Marine und da einfach seine Ruhe vielleicht hat. Ihr kennt Mihawk, der wird sich niemals irgendjemanden groß unterordnen und das Knie beugen irgendwie jetzt. Das glaube ich auf keinen Fall so, Leute. Ihr schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Und ganz ehrlich, wohin segeln die denn jetzt? Was ist denn das nächste Ziel, Leute? Also, das ist unglaublich.